ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Workout XXL. Wir werden heute wichtige Gelenksysteme mobilisieren, die im Alltag so unbedingt mobil sein sollten, auch für die Gesundheit mobil sein sollten. Wir werden auch etwas unser Herz-Kreislauf-System stärken und natürlich Muskeln trainieren. Wichtige Stabilisatoren, aber auch oberflächliche Schichten. Wenn wir etwas mehr Körpergewicht haben, ist nicht unbedingt das Wichtigste, dass wir abnehmen. Natürlich wäre das dann auch gut, aber noch wichtiger ist die Bewegung. Also es hilft uns nicht so viel für die Gesundheit, wenn wir ganz dünn sind, aber uns nicht bewegen. Besser ist, vielleicht etwas mehr auf den Rippen zu haben, aber ein bewegtes Leben zu führen. Wenn mal was nicht so ganz klappt, Pause machen, einfach auslockern zwischendurch und dann wieder einsteigen. Sieht uns ja keiner. Also wirklich mal eine Pause zwischendurch gönnen. Ganz kurz noch, wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, ab 2,50 Euro im Monat kannst du das gerne machen, wenn dir meine Videos gefallen. Unten bei meine Unterstützung mal draufklicken, dann bei mehr ansehen, dann findest du da Informationen drüber, würde mich total freuen. Oder auch gerne, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch drücken oder einen netten Kommentar hinterlassen. Je mehr da wirklich Daumen hoch drücken oder Kommentare hinterlassen, umso mehr wird das Video auch vorgeschlagen von YouTube. Und umso mehr Menschen bewegen sich. Und das ist ja meine Absicht als Gymnastiklehrerin. Aber jetzt viel Spaß. Wir stehen erstmal hüftschmal geöffnet, richten uns auf. Wichtig ist immer, dass wir aufrecht stehen. Die Haltung zeigt schon ganz viel von ans Äußere, also nach außen. Und jetzt lässt du nur mal deine Schultern ganz locker nach hinten kreisen. Also Haltung beeinflusst auch unsere Stimmung. Wenn wir mal nicht ganz so gut gelaunt sind, dann aufrichten. Dann formen sich auch unsere Figur, die Taille, die Schultern werden etwas breiter, die Taille schmäler. Also immer mal wieder an die Haltung denken. Atem fließen lassen ist auch wichtig. Und etwas größer werden, deine Ellbogen zurückkreisen, dein Becken stabil halten. Schultergürtel, Schultergelenke, Brustwirbelsäule. Das sind Gelenke, die ganz wichtig sind, dass sie beweglich sind für die Gesundheit, aber natürlich auch für unseren Gang. Dann nimmst du jetzt mal einen Arm nach oben in Richtung Decke, ziehst dich ganz lang, neigst dich so ein bisschen zur Seite, deine Wirbelsäule bewegen, zur Seite neigen. Und das alles in deinem Tempo. Ganz egal, wie schnell du schneller oder langsamer machen möchtest. Nimmst du die Arme nach vorne und ziehst nach rechts und links hinten. Becken bleibt immer noch ganz stabil. Schultergürtel, Brustwirbelsäule in die Rotation mitnehmen. Und dann langsam wieder zurückkommen. Einmal auslockern, Beine in die Grätsche, Knie zeigen Richtung Fußspitzen und jetzt kreist du dein Becken. Rück deine Knie strecken und deine Hüfte so richtig durchbewegen, deine Hüftgelenke. Andersrum kreisen. Und nochmal langsam wieder zur Mitte kommen. Einmal die Füße abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Und zwar so richtig schön wegdrücken, sodass du deine Fußgelenke bewegst. Lass deine Arme ganz entspannt mitschwingen. Ganz locker gehen. Nochmal groß werden, aufrichten. Und dann drehst du jetzt deine Knie und Fußspitzen mal nach außen. Hüftgelenke nochmal bewegen. Und nochmal nach vorne. Nach außen. Und nach vorne.
außen und da bleibst du jetzt. Nimm deine Knie weiter nach außen. Sehr gut. Und verlagere jetzt mal dein Körpergewicht nach rechts und links. Tippe außen auf. Auch hier in deinem Tempo gern. Und lass deine Arme ganz locker von rechts nach links schwingen. Atem fließt. Und nur deinen rechten Arm. Und dann mal wechseln, andere Seite. Und noch einmal beide, ganz locker. Wird schon wärmer. Und wirklich so mitmachen, wie es für dich okay ist. Versuch dann auch mal deine Ferse so ein bisschen anzuheben, hinten hochzuziehen. Arme schwingen immer noch ganz locker mit. Und nochmal außen tippen. Nochmal deine Ferse hoch. Und nochmal tippen. Sehr schön. Und ganz langsam zur Mitte einpendeln. Puh. Einmal die Knie nach außen zeigen lassen. Nochmal so ein bisschen durchbewegen. Und jetzt nimmst du deinen rechten Arm mal nach oben, die Schulter ganz locker lassen. Und neigst dich auf die linke Seite. Bauchnabel nach innen ziehen. Neig dich zur Seite und komm wieder zurück. Trainieren unsere seitlichen Bauchmuskeln, indem du dich weit nach links schiebst und wieder zurückkommst. Dann bleibst du beim nächsten Mal auf der Seite und versuchst, ganz kleine Bewegungen zur Seite zu machen. Rücken ein bisschen abstützen hier. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wechsel die Seite. Andere Seite, einmal Schulter tief halten. Bisschen abstützen, wenn du möchtest und erstmal langsam nach rechts und wieder zurück. Dann bleibst du nochmal, ganz kleine Bewegung. Atmen. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und lösen. Schulter einmal auslockern. Stütz dich nach vorne auf und beweg deinen ganzen Rücken. Deinen ganzen Rumpf, deine Schultern einmal mit so richtig durchbewegen. Auch hier wieder in alle möglichen Richtungen. Vielleicht gibt es noch eine Stelle, wo du dich gern noch hinbewegen möchtest. Ist auch schön für den Rücken, werden die Muskeln durchblutet. Und
Und dann kommst du noch einmal wieder in den geraden Rücken und stützt dich nach oben, lockerst aus. Roll deine Füße noch mal ganz locker von der Fußspitze auf die Ferse. Noch eine schöne Venengymnastik. Zeigst du mal ein bisschen seitlich. Also einfach nur mal richtig schön durchbewegen. Wenn die Beine mal wehtun, dann ist es eine gute Möglichkeit, das Blut wieder in den Körperkreislauf zurückzuschicken. Halte deine Körperspannung. Und auch gerne in deinem Tempo. Und jetzt mach das Ganze mal mit beiden Fersen. Das heißt, du schiebst die Fersen tief und drückst sie wieder hoch. Darfst deine Knie jetzt auch gerne strecken. Drück dich nach oben und löse. Balance, Gleichgewicht. Und wenn du kannst, nimmst du deine Arme auch dazu. Rück dich hoch und komm wieder tief. In der Mitte festbleiben. Und jetzt versuchst du mal oben zu halten. Wenn es nicht klappt und wir wackeln, dann trainieren wir. Also nicht ärgern. Wenn wir wackeln, trainieren wir unsere tiefen Muskulatur. Und locker. Super. Beine ausschütteln. Und wir kommen ein zweiter auf den Boden. Also erstmal auf deine Knie. Komm mit deinen Händen, wenn du was für die Knie brauchst, dann holst du dir einfach ein Kissen, ganz ein weiches Kissen, legst du unter deine Knie, dann hast du da so ein bisschen Unterstützung. Nimm deine Hände erstmal hier nach vorne, zieh dich raus aus deinem Schultergürtel und jetzt versuch deine Ellbogen mal zu beugen und ganz locker, kleines bisschen federnde Bewegungen und mit deinem Brustbein in Richtung Boden sinken. Versuch auch deine Hände immer mal wieder etwas zu variieren. Wir trainieren unsere Handgelenke, unsere Körpermitte, Brustmuskulatur, Schultern, Arme. Und bleib ruhig ganz nah am Körper. Je weiter du nach vorne kommst, umso schwieriger wird's. Aber dieses Hochstützen ist ganz wichtig. Noch zwei und lockern. Sehr gut. Gleich nach vorne auf deine Hände. Knie unter deine Hüftgelenke, Hände unter die Schultern. Bauchnabel nach oben holen Richtung Decke. Rücken bleibt völlig ruhig. Und jetzt atme aus und streck mal deinen rechten Arm und versuch auch dein linkes Bein nach hinten zu strecken. Vielleicht kannst du auch abheben. Und dann atme ein und löse. Andere Seite. Ausatmen. Einatmen und ab. Was wir jetzt trainieren, sind die Bauch- und Rückenmuskeln. Gesäß natürlich auch. Merke aber auch, dass es wackelig wird. Langziehen. Wenn es ja zu viel ist, mach eine Pause. Halte dann mal eine Seite vorne, ein Bein hinten und mal ganz kleine Bewegung nach oben ausführen. Und wechseln. Andere Seite langstrecken und ganz kleine Bewegung nach oben ausführen. Bauch spannen. Weiteratmen. Halte nochmal in der Länge und entspann dich. Kurz absetzen, ausschütteln und einmal eins weiterkommen nach vorne und in die Seitenlage dich ablegen. Ganz gemütlich. Runterkommen, Beine im rechten Winkel. Leg deinen Kopf auf deinen Oberarm und versuch hier so ein bisschen das Gefühl haben, du ziehst dich in der Taille nach oben. Also lass dich nicht ganz entspannt hier hängen, sondern hol da dein Becken so ein bisschen nach oben. Und jetzt hebst du dein oberes Bein an,
Fußspitze ein bisschen anziehen und versuch mal ganz kraftvoll dein Bein tief und hoch zu bewegen. Auf deiner Hüfte steht ein Glas. Trainieren unser Gesäß. Und nie ganz ab, sondern immer kurz über dem Boden halten. Schaffen wir noch. Letzten. 10, 9, 8, 7, 6. Es wird schwerer. 5, 4, 3, 2 und absetzen. Super. Wenn die Muskeln ein bisschen brennen, dann wissen wir, dass sie trainieren. Drück dich nach oben. Komm gleich zur anderen Seite. Rechter Winkel beginnen wir. Leg deinen Kopf ab. Lass dein Becken wieder so ein bisschen weg von dir schieben. Bauch spannen, Bein anheben. Fußspitzen anziehen und tief und hoch. Deine untere Seite sich bemerkbar macht, auch ganz normal. Schaffen wir noch die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und entspannen. Puh. Einfach mal rumdrehen in die Rückenlage, so dass du ein Bein fasst und dich langsam in die Rückenlage abrollen kannst. Wenn du jetzt ein Kissen unter deinem Kopf brauchst, dann leg dir ruhig eins drunter. Die Arme in den Rumpf ganz entspannt. Deine Füße schieben in den Boden. Und jetzt rollen wir noch das Becken mal langsam ein Stück nach oben. Nicht zu hoch, nur so weit bis zu den Schulterblattspitzen. Und komm langsam noch mal ein Stück tief. Also drück noch mal hoch und komm noch mal ein Stück tief. Füße in den Boden schieben. Was wir jetzt trainieren, das sind noch die Rückseite und den unteren Rücken. Braucht man auch nicht viel Wiederholungen. Merkt man auch sofort, oder? Wichtig ist, dass du weiter atmen könntest. Und wenn man was spürt, dann ist es schon okay. Aber wirklich nur so viel machen, wie du meinst, dass für dich okay ist. Jetzt versuchst du mal oben zu halten und machst ganz kleine Bewegungen hoch tief. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halten oben. Und Wirbel für Wirbel abrollen. Sehr schön. Locker deine Beine einfach mal aus. Schüttel sie aus. Lass dein linkes Bein aufgestellt. Rechtes Fußgelenk kreuzt. Jetzt zieh dein linkes Bein so nah an, bis du auch hier eine Dehnung spürst. Könntest dein Bein auch höher ziehen, aber es reicht auch, wenn du es einfach aufgestellt hast und dein Knie so ein bisschen nach außen drückst. Dehnung Gesäß.
Dann stell den Fuß wieder auf, Seite wechseln, kreuzen, nach außen schieben. Wenn du möchtest, dann schau auch mal auf meine, hier unten auf dieses Mehransehen drauf und klicke auf Trainingscharts. Dann findest du noch ganz viele Übungsblätter, die du irgendwo hinhängen könntest, so als Erinnerung an den Alltag, sich zu bewegen. Also die einfach mit Doppelklick aufmachen und dann rausdrucken, wenn du willst. Oder du speicherst dir so Übungen. Gut ist, wenn man sich immer mal wieder im Alltag dran erinnert. Ah, ich sollte mich bewegen. Und vor allem merkt man dann, hoffe ich auch, dass es einem richtig gut tut. Jetzt streck dich nochmal aus. Arme und Beine in ein riesiges X. Mal so richtig auseinanderziehen. Oder auch räkeln und strecken und gähnen. In alle möglichen Richtungen. Räkeln und Strecken ist auch schon eine Bewegung, die man ganz oft im Alltag mit einbauen kann. Die auch den Gelenken und den Bandscheiben gut tut und auch schon die Muskeln durchblutet. Kann man natürlich im Sitzen oder im Stehen auch machen. Dann die Füße nacheinander aufstellen. Lass dich zur Seite rüber. Kullern. Komm über die Seite, eins weiter, lass dir ruhig Zeit. In deinem Tempo komm eins weiter auf deine Knie. Gerne nochmal den Rücken bewegen, dich da so ein bisschen durchbewegen. Rücken gerade machen, ein Bein nach vorne nehmen und versuch dich mit dem Bein langsam nach oben aufzurichten. Schüttel dich nochmal aus. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt wohl. Dein Körper fühlt sich gut an. Du merkst, dass wir uns stabilisiert haben, durchbewegt haben, durchgekräftigt haben. Atme nochmal ein, mach dich ganz lang. Atme aus, lass locker. Nochmal einatmen, nochmal aus. Und dann bleib nochmal mit den Armen geöffnet. Zieh die Ellbogen zurück. Einatmen, aufrichten. Denk auch ab und zu an die aufrechte Haltung. Atme aus und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Freut mich so richtig, wenn du dabei warst. Und ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und du bist motiviert, dich auch weiterhin zu bewegen. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz einfach beim nächsten Workout.